Ja, sehr geehrte Damen und Herren, dann darf ich Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz im Nachgang des Spiels gegen den FC Nürnberg Homburg begrüßen. Begrüße natürlich auch den Trainer unserer Gäste, Herrn Christian Titz, und darf Ihnen auch zum Auswärtssieg gratulieren und begrüße natürlich auch unseren Cheftrainer, Herrn Wilke Schmidt. Ja, dann würde ich Sie vielleicht als erstes um Ihre Stellungnahme zum Spiel bitten. Ja, es war das erwartet schwere Spiel. Wir wussten, hier findet heute eine Partie statt, wo es für beide Mannschaften um den Anschluss geht. Wer fällt etwas ab durch Niederlage? Offenbach hat das die erste Halbzeit deutlich besser gemacht wie wir. Sie gingen mit 1-0 in Führung. Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir das 2-0 bekommen. In der ersten Halbzeit machen wir durch eine Standardsituation und das 1-1. Das war der Moment, wo meine Mannschaft zurück ins Spiel gekommen ist. Die wieder in die Halbzeit, haben mich was umgestellt, kamen raus, machen direkt das 2-1. Dann auch eine gute Kontermöglichkeit, um aufs Tor zu laufen, zum 3-1 machen. Dann wussten wir, das wird heute ein großer Fight, ein großer Kampf. Das war weniger von den spielerischen Elementen geprägt. Wir bekommen das 2-2 und dann war es endlich klar. Schafft Offenbach mit seinen hohen gefährlichen Bällen im Tor. Wir kriegen den Konter hin, wir machen das 3-2. Gehen hier heute als glücklicher Sieger vom Platz. Aber ich weiß, dass manchmal auch kein Schönheitspreis gibt für Fußballspielen. Wir haben das die letzten Mal immer versucht. Das Positive, was wir heute mitnehmen, ist, dass meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit dieses Spiel angenommen hat und dafür belohnt worden ist. Für Kickers Offenbach tut es mir leid, weil sie wirklich hier alles gegeben haben. Und ich weiß, wie schwer das fällt, wenn du dann auch so eine Partie verlierst. Ich wünsche Ihnen aber weiterhin alles Gute und Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön Ihnen erstmal, Herr Schmidt. Und Ihnen natürlich auch gerne den Eindruck zum Spiel. Zwei Sachen. Da habe ich mal so die Tabelle im Blick, ob nach oben oder nach unten, sondern insgesamt als Mannschaft. Hier wieder zu Hause, nach den zwei Prügelspielen, nach dem einfach zwei Spiel auswärts, ein besseres Spiel anzubieten. Entsprechend habe ich die Mannschaft aufgestellt, mit einer mutigen Aufstellung, ein paar Wechsel vorgenommen. Mit Kevin Wittke, mit Klaus Chasilla auch Spieler eine Pause gegeben. Schnaufpause, weil wir doch alle zusammen, die Spieler, die Mannschaft, schon für ihre Verhältnisse sehr hohem Niveau dann in den letzten Wochen gespielt hat. Mit Boris Jakub, mit Mohamed Tahiri, zwei junge Kerle reingefeuert haben, Verteidigung, Marcel Wilke ins Zentrum reingestellt. Ja, und die erste Halbzeit ist, kann man lange sprechen, man kann es auch kurz halten. Ganz, ganz viel investiert, wie wir über die gesamte Saison, also die ersten Spiele, auch heute wieder sind eine Mannschaft, die viel investieren muss in ihr persönliches Spiel, in ihre persönliche Leistung. Mit dem 1-0 uns zum einen belohnt und dann ist es schnell erzählt. Chance verwandelt. Mit dem zweiten Tor oder vielleicht sogar, wenn wir ganz euphorisch sind, sogar die Möglichkeit eines dritten Tores, dann gehen wir vielleicht auch in die Pause mit einer breiteren Brust. So kurz vor der Halbzeit wieder das 1-1. Dort ärgert mich eben dieser Ballverlust, nicht dann der runde Ball. Haben viele Mannschaften drin, den Spieler, der diesen Ball spielen kann. Aber dass wir so leichtfertig in unserer eigenen Hälfte den Ballverlust haben, das sind eben auch Dinge, was ein junger Spieler dann passiert. Und das darf natürlich nicht passieren. 1-1 und Missverständnis. Es ist dann wirklich eine gewisse Naivität. Es geht nicht, dass wir so ein 2-1 kriegen. Du nimmst dir ja noch mal mehr vor. Wir haben 1-1 wiederbekommen. Wir haben uns mehr viel vorgenommen. Wir wollen das Spiel gewinnen. Und Pinto Wilke, dieses 1-2, dann spricht es ja auch wieder für die Mannschaft, auch von der ersten Halbzeit in die zweite Halbzeit. Alles gegeben, nach vorne gespielt, mit unseren Mitteln und Möglichkeiten. Das 2-2, Wilke macht seinen Fehler wieder gut. Und dann eben naives Abwehrverhalten. Wobei wir ja auch die Konterumkehrsituation hatten in der ersten Halbzeit. Wir machen die Tore nicht in diesen Situationen und der Gegner macht sie. Deswegen hat Homburg dann unter Striche verdient, nicht glücklich, sondern verdient gewonnen. Und wir gehen hier wieder als Verlierer zu Hause vom Platz und haben jetzt drei Spiele in Folge verloren. Mit 8 Gegentoren. Das ist einfach zu viel in der Defensivwahrnehmung. Und eben im Offensivspiel kann man das jetzt an einzelnen Personen festmachen? Die Tribüne ruft nimmt den Kapek raus und ich weiß es nicht. Kapek war der erste Spieler der Held der Offenbacher Fans. Also, wir wollen das jetzt nicht an den Spielern festmachen, sondern das ist jetzt auch ein Lernprozess.
Wir haben eine sehr junge Mannschaft, wir gucken unsere Bank an, die wir da im Moment aufzubieten haben. Und das war, glaube ich, insgesamt für, wenn wir jetzt mal das Ergebnis ausklammern, ein gutes Regionalliga-Fußballspiel, wo alles beinhaltet war. Und leider, und das ist das ja, Ärgerliche, das absolut Enttäuschende, dass wir hier wieder zu Hause verloren haben und unsere Publikum und unsere Fans nicht belohnen konnten, die uns wieder die Mannschaft sensationell unterstützt hat. Und gerade auch nach dem Spiel, das sind ja so auch Dinge, die ihr nochmal nachwirken, wo jetzt auch die Mannschaft nicht ausgepfiffen wird von ihren Fans, sondern eher nochmal eingefordert wird, kommt hier an den Zaun, zeigt euch, wir stehen hinter euch. Und das ist das, was sicherlich im Moment auch die Mannschaft, ohne das schön zu reden, in einer gewissen Weise auch braucht, diesen Rückhalt. Jetzt sind wir ganz schwer aufgetitscht. Viel, viel besser können wir es nicht. Wir haben 11-1 Ecken. Das spricht auch für die Angriffsleistung der Mannschaft. Das hatten wir aber auch letzte Woche. Und sicherlich hier in diesen Vereinbarungen, in dem Zweikampf oder in dem taktischen Verständnis nimmst du ihn, ich nehme nicht, gerade das 2-1 zum Beispiel, das müssen wir und wollen wir und so schnellstmöglich abstellen. Danke. Dankeschön. Erstmal gibt es von Ihrer Seite aus noch Fragen an die beiden Trainer? Das ist offensichtlich nicht der Fall, dann würde ich Ihnen noch die Partien des heutigen Spieltags durchgeben, beziehungsweise auch von gestern. Wir haben gestern das Spiel gesehen, SG Sonnenhof plus Asbach gegen die Spielvereinigung der KLs mit dem Ausgang 1:2. Heute hat gespielt der SVN 2 Brücken gegen Wormatia Worms 3:1. Der KSV Baumatal gewinnt gegen Pfullendorf mit 4:1. Eintracht Frankfurt, SC Freiburg trennen sich torlos. Mainz 05:2 gegen Hessen-Kassel 3:2. Und dann sehen wir morgen noch die Partien 1899 Hoffenheim 2 gegen TuS Koblenz und Waldhof Mannheim muss gegen Kaiserslautern 2 ran zu Hause. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen und verabschiede mich, beziehungsweise wir sehen uns dann wieder aufgrund des Feiertags erst am Freitag. Gut. Dankeschön. Danke,